Willkommen zum Kurier-TV-Magazin heute am Fenstertag. Eine Lösung, um die Teuerungen in den Griff zu bekommen, hat die Regierung immer noch nicht. Aber es gibt einen Lichtblick für Familien, die armutsgefährdet sind. Die bekommen in Zukunft einen Zuschuss. Thorsten Simon berichtet. Die finanziellen Leistungen wurden zwar schon an die Inflation angepasst, aber das reicht bei langem nicht, um einkommensschwache Familien über die Runden zu bringen. Teuerung ist insbesondere für Familien mit Kindern, für Alleinerzieherinnen mit Kindern eine extrem schwere Belastung, auch für Personen, die aufgrund verschiedener Handicaps halt nicht voll arbeitsfähig sind, auf Arbeitslosenunterstützung angewiesen sind. Und dort geht es darum, nun erstens rasch und zweitens treffsicher zu helfen. Dafür hat die Regierung diese Woche ein Maßnahmenpaket beschlossen. Hier geht es besonders um die Unterstützung von Alleinerziehenden mit geringem Einkommen, nämlich 60 Euro im Monat pro Kind bis Ende 2024, wobei die Bezugsgrenze 2000 Euro brutto pro Monat ist. 60 Euro monatlich, um der wachsenden Kinderarmut entgegenzuwirken. Das gilt für alle sozial schwachen Familien oder Alleinerziehenden, ganz gleich, ob sie die österreichische Staatsbürgerschaft besitzen oder auch nicht. Weil es nicht sein kann, dass Familien oder eine Alleinerzieherin sich entscheiden muss, zwischen Heizen oder Essen. Oder zahle ich die Miete oder gehe ich einkaufen. Das kann in einem Staat wie Österreich nicht sein. Auch in der Schule sollen Kinder von sozial schwachen Familien nicht ausgegrenzt werden. Das Schulstartpaket, das wir im letzten Jahr und auch davor schon ausbezahlt haben mit 120 Euro, wird jetzt aufgestockt auf 150 Euro zum Schulbeginn und wird zweimal ausbezahlt. Das heißt einmal zu Schulbeginn und einmal in den Semesterferien, um einfach Kindern in prekären Verhältnissen und Familien in prekären Verhältnissen gezielt zu Schulbeginn zu helfen. Denn über 400.000 Kinder sind in Österreich von der Armut betroffen. Leider gilt das beschlossene Maßnahmenpaket nur bis Ende 2024. Es ist also noch keine nachhaltige Lösung, um die Teuerungen in den Griff zu bekommen. Der Sommer steht vor der Tür und damit ist es auch höchste Zeit für die Urlaubsplanung. Sommer, Sonne und Meer sind bei uns nach wie vor ganz hoch im Kurs. Doch welches Land ist aktuell das beliebteste Urlaubsland der Österreicher? Über 70% der Österreicherinnen und Österreicher wollen diesen Sommer verreisen. Und das am liebsten nach Italien, Kroatien oder Deutschland. Die Teuerungen scheinen weniger Auswirkungen auf die Reiselust zu haben, als anfänglich befürchtet. Aber trotzdem, 78% möchten verreisen. Wir haben hier also ein Minus von 5% gegenüber dem letzten Jahr. Und aber dafür ein Plus von 1%. Letztes Jahr wollten nur 56% ins Ausland, heuer sind es 57%. Und bei den Inlandsreisen haben wir einen Rückgang. Letztes Jahr wollten 46% im Inland bleiben, heuer sind die Wünsche mal oder die Pläne mal auf 42% ausgerichtet. Das Budget der befragten Urlauberinnen und Urlauber ist im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben, wobei Jüngere mehr Budget für ihre Reisen einplanen möchten. Doch wohin zieht es die Österreicherinnen und Österreicher am ehesten in der diesjährigen Reisesaison? Und ich glaube, es ist keine Überraschung für Sie, dass Italien wieder an Platz 1 liegt. Italien führt das Ranking an, gefolgt von Kroatien. Auch hier keine Veränderung, hier haben sich nur die Prozentzahlen verändert. Bei Italien ist das ein wenig zurückgegangen, um knapp 6%. Letztes Jahr lagen wir hier bei ungefähr 28%. Bei Kroatien war es ein Rückgang von 1%, von 19 auf 18. Aber auch auf Platz 3 hier eine Verschiebung. Letztes Jahr war es noch Griechenland auf Platz 3. Und heuer haben von all jenen, die einen Sommerurlaub planen, zumindest 10% angegeben, dass sie eben nach Deutschland reisen werden. Und somit ist Deutschland nach vorne gerückt. Fast 60% möchten ihren Sommerurlaub am Meer verbringen. Im Vergleich dazu planen nur 42% einen Urlaub innerhalb Österreichs. Worauf freuen sich die Urlauber heuer am meisten? Hier steht an ganz erster Stelle Sonne und Wärme genießen. Auf Platz 2 und 3 entspannen und ausruhen und Zeit mit Freunden und Familie verbringen. Zwischen 20% und 30% liegen Spaß haben, Abstand zum Alltag gewinnen, Natur und Landschaft genießen und neue Energie tanken. Das Thema Nachhaltigkeit spielt auch bei der Urlaubsplanung eine immer größere Rolle. Welchen Einfluss das Thema Nachhaltigkeit in Bezug auf die Urlaubswahl hat, ist rausgekommen, dass es den größten Einfluss auf die Reiseart, also das Verkehrsmittel hat, mit 40%. Dicht danach folgt
Einfluss auf die Wahl der Destination, also in welchem Land, Ort oder Region wird man Urlaub machen. Und als dritten Punkt das Thema Reiseplanung, also nachhaltige Unterkunftsart wird gewählt oder wenn es lokale Maßnahmen für Nachhaltigkeit gibt. Italien, Kroatien oder Deutschland. Am liebsten ans Meer und so komfortabel wie möglich, aber nachhaltig wie möglich angereist. Das sind die Pläne der Österreicherinnen und Österreicher für die kommende Reisesaison. Italien ist also das beliebteste Urlaubsland der Österreicher. Kurierreisechef Axel Halbhuber, was sagst du dazu? Ich hätte mir eher gedacht, Kroatien vielleicht. Wirklich? Naja, also man muss schon sagen, Italien ist einfach Italien. Also allein wegen des Essens muss ich. Ich sage ja immer, wer so ein Essen hat, der verdient ganz viele, dass da ganz viele Menschen zu ihm kommen. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich mich richtig erinnere, es gab Jahre, wo Kroatien und Italien sich Kopf an Kopf ziemlich die Waage genau gehalten haben. Ich weiß nicht, ob Kroatien je ganz vorn war, aber Kroatien ist für die Österreicher fast genauso beliebt, würde ich sagen. Kulinarisch Italien einsame Spitze, das stimmt natürlich. Aber was mir in Kroatien mehr taugt, das sehr klare, kristallklare Meer. Zumindest in Oberitalien gibt es das eben nicht. Ich wollte gerade sagen, das ist eher die obere Adria. Also wenn man dann so an die Küsten Kalabriens kommt oder in Sizilien, dann hast du natürlich das auch. In der oberen Adria ist halt wahnsinnig viel Sand im Wasser und deswegen ist es immer ein bisschen dreckig oder aufgewühlt. Aber es ist, wie du sagst, dieses Essen. Und da muss man schon sagen, dass diese Vielfalt, die Italien hat, also man denkt natürlich immer zuerst an Pizza und Pasta, aber wenn man da unterwegs ist auf Sizilien, ist das Essen ein ganz anderes. Es gibt so viele lokale Spezialitäten, die sich da auch sehr viel Fleischgerichte, sehr viel Fischgerichte, die sich da sehr, sehr entwickelt haben. Und zum Beispiel im Veneto im Friaul, also eigentlich da oben in Oberitalien, wenn man da durch Dörfer fährt, da kriegt man ganz andere Speisen, ja, irgendwelche Eintöpfe mit irgendwelchen Vögeln oder so, großartige Dinge. In der aktuellen Kurier-Reisegenuss-Beilage am Sonntag geht es ums Radfahren in Italien. Genau, nämlich genau im Veneto und genau in diesem Hinterland. Man kennt ja vor allem Venedig, wenn man vom Veneto, übrigens habe ich letztens gelernt, es heißt nicht Veneto, sondern Veneto. 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 Man sollte ja immer Landessprache lernen, also deswegen, wenn du nach Italien fährst, ins beliebteste Reiseland, dann Veneto. Ich habe ja eigentlich mal Italienisch gehabt in der Schule. Ja, und was kannst du? Ein paar Jahre, aber ich kann wirklich fast nichts mehr. Non posso parlare italiano. Also Sono Michele ist so das allerhöchste der Gefühle. Das ist schon wirklich wenig. Daran können wir arbeiten. Aber es geht eben oft um Venedig und wir haben jetzt eine Geschichte auf dem Rad, wo man sieht, dass man dieses Hinterland entdecken soll, weil das Veneto wahnsinnig viele kleine Dörfer in den Bergen schon bietet, Flüsse, die da durchrinnen, wo man schön entlangfahren kann. Ein bisschen weg eigentlich von Venedig, weg von diesem Meer. Weg von den Touristikspots und hin zu ins Hinterland, wo man eigentlich nicht mittlerweile hinkommt. Ist das auch touristisch, muss man sagen. Die Leute, es ist so schön dort und wo es schön ist, fahren die Leute hin, das ist eh klar. Also gewisse Ziele sind ja nicht umsonst overtouristed. Die sind halt so, weil es dort doch so schön ist, muss man sagen. Dann schauen wir nach Nordwestafrika, nach Marokko. Wie schaut es da aus? Gibt es da weniger touristische Hotspots? Eben auch so ein Ding, Marrakesch. Also Marrakesch hat sich zu so einem totalen Bucketlist-Ziel entwickelt. Jeder will irgendwann einmal nach Marrakesch. Mhm. Die Fluglinien reagieren drauf. Es gibt viele Direktflüge, jetzt auch von Wien, ganz die Auer fliegt das direkt. Jetzt will dort jeder hin. Jetzt hat jeder seine Vorstellung von Marrakesch. Und die wird eigentlich auch immer erfüllt, muss man sagen. Es ist wirklich so zauberhaft. Wie ist die Vorstellung? Ich habe da eigentlich gar kein Bild. Die Vorstellung ist enge Gassen, Souks, Gewürze, Teppiche, Tausend und eine Nachtteil und so weiter. Und das wird auch tatsächlich erfüllt. Wir haben es aber diesmal noch ein bisschen weitergetrieben. Unsere Fotochefin, die Dani Heiermann, war dort. Mhm. Und die hat natürlich ein bisschen ein anderes Auge auf die Dinge und hat also Bilder zurückgebracht, die noch einmal ein bisschen den Blick dahinter, so den zweiten Blick, also nicht dieses ganz Offensichtliche. Aber sie sagt auch, Formen, Farben, Schatten, Licht, dieser Wechsel. Also wenn man da mal quasi nicht nur die Sehenswürdigkeiten abgrast oder das, was man sich erwartet, sondern sich einfach auch einmal hinsetzt mit so einem Tee und schaut, dann entdeckt man das alles noch einmal ein bisschen anders. Und da macht es dann gar nichts, dass viele Touristen da sind. Wie schaut es eigentlich aus kulinarisch? Für mich ganz wichtig. Was gibt es in Marokko Gutes zum Essen? Ja, das ist...
man fährt schon noch immer mit der Erwartung hin, dass man dort so eine reichhaltige Küche bekommt, mhm. weil bei uns, also so eine Tajine ist das bekannteste, dieser Tontopf, ne? Da glauben dann immer alle, das ist so vielfältig. Ich muss leider ehrlich sagen, wenn man nach Marokko fährt, kommt man relativ schnell drauf, es ist nicht sehr vielfältig. Es gibt immer Tajine. Was ist Tajine genau? So Tajine ist dieses Ofengeschirr, also dieses tönerne Ofengeschirr, in dem eigentlich so einen Tonteller mit diesem zirkuszelthaften Aufsatz und da drinnen wird sehr viel gegart. Okay. Kommen natürlich immer andere Sachen rein, aber meistens ist es dann doch irgendwie Fleisch und Erdäpfeln und Gemüse, das da durchgegart wird. Schmeckt köstlich, wenn es gut gewürzt ist, ist aber irgendwie immer das Gleiche. Und was auch natürlich dort ein Thema ist, sind alle diese orientalischen, wie wir sagen, Gewürze. Das ist oft Kumin, das sind verschiedene Gewürzmischungen. Oder es ist, und das ist mein Geschenk heute, das ich dir mitgebracht habe, natürlich. Safran wird ganz groß gemacht. Und wer in Marrakesch ist, dem empfehle ich immer, darf ich das mal? Nicht nur ins ganz berühmte, in die andere Hellergärten zu fahren, diese Kunstgärten, sondern gleich daneben ist eine Safranfarm, zu der ich auch jedem empfehle. Und dort habe ich das einmal mitgenommen. Das ist ja das teuerste Gewürz der Welt. Ich wollte gerade sagen, ganz teuer Safran. Wie viel ungefähr kostet dieses Gläschen? Warte mal, wenn ich mich richtig erinnere, war 1 Gramm 30 Euro. Wahnsinn. Und da ist genau ein Gramm drin. Da ist ein Gramm. Dann darfst du es auch aufmachen. Es ist wahnsinnig wertvoll. Geruchsprobe natürlich ganz wichtig bei Gewürzen. Geruchsprobe, wenn ich das aufbringe. Ja, es riecht irgendwie, ich weiß ja bis jetzt nicht, warum Safran so wahnsinnig beliebt ist, weil es ist eigentlich im Essen. Es riecht... Ich würde sagen, irgendwie technisch. Es ist ein eigener Geschmack und ein eigener Geruch, aber es ist selten, aber ich bin mir bis jetzt nicht sicher, ob es gut ist. Aber so ist es oft mit seltenen. Es riecht sehr intensiv, ja. Wo gibt man das dazu, zu welchem Gericht? Also bei uns jetzt, wenn man es verwendet, wo würdest du das verwenden? Ich habe dort ein bisschen kochen gelernt und es ist schon spannend. Also man kann das sowohl in Suppen geben, das kennt man ja, das macht alles gelb und gibt dem Ganzen so einen, man kann es gar nicht beschreiben, so vielleicht so einen cremigen Geschmack. Man kann es ganz toll in ein Risotto einmischen, in irgendwelche Soßen oder auch in die Nachspeise. Die hat mir dort beigebracht, so eine Topfencreme mit Safran. Wirklich? Wie gesagt... Kann ich mir weniger vorstellen. Ist nicht schlecht. Es gibt so einen eigenen, fahlen, abgestandenen Geschmack. Aber das ist mit oft so. Das ist mit Trüffel auch so. Die Leute fahren immer Trüffel essen. Dabei muss man sagen, ich mag Trüffel, aber ich verstehe jeden, der sagt, ich mag es eigentlich nicht. Ja. Also Safran oder vielleicht, ich glaube, ich bleibe doch bei der Pizza in Italien. Du gehst doch Radfahren ins Veneto. Veneto. Beides gibt es zu lesen in der Kurier-Reisegenuss-Beilage am Sonntag. Danke, dass du da warst, Axel. Danke für die Einladung. Am Sonntag gibt es wieder eine neue Ausgabe von Herrlich Ehrlich, menschenhautnah. Diesmal zu Gast bei Lisa Trompisch, die beiden Bühnenstars Michael Nirvarani und Sigrid Hauser. Ich darf dir gleich zum Geburtstag gratulieren. Oh, vielen Dank, der war gestern. 29, oder? Ja. Am 29. mein 55. Geburtstag. Und wie geht's dir damit? Weil oft Männer haben ja oft mit dem Alter überhaupt kein Problem. Frauen wird ja oft nachgesagt, sie hätten eines, was ja oft ein Klischee ist. Aber wie geht's dir damit? Mir kommt's oft umgekehrt vor. Haben mir kommt's Frauen auch oft, eine Midlife-Crisis? Mir kommt es auch oft umgekehrt vor. Nein, Frauen haben die Wechseljahre, die haben keine Zeit für eine Midlife-Crisis. Ja. Außerdem mit der Midlife-Crisis ist ja überhaupt so, alle, die glauben, dass sie mit 50 eine Midlife-Crisis haben, sind natürlich Vollidioten, weil da müssen sie 100 werden. Das ist die Endlife-Crisis. Die Midlife-Crisis ist mit 35, weil das durch den Durchschnitt ungefähr, glaube ich, zwischen 70 und 80. Ihr wart ja mal schon ein Paar. Ja. Und ist dann die Arbeit dann irgendwie anders, weil man ja den anderen dann noch intensiver oder auch von anderen Seiten kennt, als andere Kollegen, mit denen man arbeitet? Also von meiner Seite möchte ich gleich sagen, das Vertrauen ist größer. Und man hat keine, sozusagen Phase, wo man erst schauen muss, wie... Aber wir haben so viel auch miteinander gespielt, natürlich. Ja. So viele Vorstellungen miteinander geschrieben, miteinander geprobt. Es ist einfach eine... Also das hat, glaube ich, weniger mit der privaten Beziehung damals zu tun, sondern einfach auch mit dem vielen gemeinsamen Arbeiten. Wir sind einfach ein gutes Team, ja. Dadurch, dass wir uns so gut kennen. Uns kann eigentlich nichts passieren miteinander auf der Bühne. Und dir ist das Wort Calamari Fritti nicht eingefallen. Und die echte, wirkliche Katharina Valente hat zum Kellner gesagt, ich hätte gern diese gebackenen Affenarschlöcher. und diese Erleichterung, die ich verspürt habe, dass so jemand wie Katharina Valente auch solche Witze macht. Es war wie andere Leute sagen, ich hatte so eine
Erleuchtung und so ein göttliches Gefühl, als ich vom Papst gesegnet wurde. Das hatte ich da, wie die Valente auf dem Arschlöcher gesagt. Wie Frau Valente gerne sagt, ich bin eine Dame, Sie Arschloch. Herrlich, herrlich. Die gesamte Sendung Herrlich Ehrlich sehen Sie am Sonntag bei uns auf kurier.tv. Wir kommen jetzt noch zum Wetter und da gibt es endlich gute Nachrichten. Es wird wieder wärmer. Ein sehr freundliches Wochenende erwartet uns. Schon heute waren es bis zu 20 Grad mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Wettertrends für Wien, Niederösterreich und das Burgenland. Morgen am Samstag noch etwas bewölkt und windig, aber mehr Sonne und bis zu 25 Grad. Am Sonntag dann eine gute Möglichkeit für die Freibad-Premiere. Strahlender Sonnenschein und bis zu 26 Grad am Sonntagnachmittag. Gute Aussichten also, damit wünsche ich Ihnen einen schönen Start ins Wochenende. Morgen sehen wir uns wieder beim Kurier TV Weekend Magazin. Bis dann, machen Sie es gut.